Okay, da gab es gerade einen musikalischen Bruch. Ach, der Matt, der sitzt da noch. Matt, willst du nicht mit nach oben kommen? Du hast eine wunderschöne Aussicht. Gut. Naja, gut, lass mal den mal gucken. Bei dem kommen wir auch nicht weiter. Ja, da haben wir doch jetzt einige Möglichkeiten, da was zu tun. Eine Holzscheite, Das da gab Ding es werde doch ich was. nie wieder an. Okay. Flügel. Mein Mitbewohner ist ein totaler Psycho. Spinne ich oder ist das einer von diesen Opferdolchen? Nice. Verdammt, wenn ich den Dolch loslasse, bewegt sich der Kamin wieder in die Ausgangsposition. Das ist keine gute Idee. Nikotinkaugummi. Das ist keine gute Idee. Nikotin? Nicht für mich. Okay. Das ist keine gute. Vielleicht so. Naja, wir haben ja nur den Nikotinkaugummi. Na komm. Und jetzt. Zeremoniell natürlich. Okay. Und jetzt. Oh, Zack. Mann, Na, sehr gut. endlich. Wir haben einen Zeremoniellen durch. Es wird nicht klappen. Schade. Es wird nicht klappen. Na dann gehen wir mal ein Menschenopfer machen. Na großartig. Nun, Matt vielleicht. Na komm. Und zack. Na komm schon. Das ist Matt. Das kann ich nicht machen. Nicht? Ah, schade. Müssen wir uns wen anders suchen. Oha. Lava. Ich bin ziemlich sicher, dass die Lava hier vorher noch nicht war. Tja, gut. Seitenstraße. Das ist doch, da hat doch alles begonnen. Oh. Ja, gut. Ein Zombie-Penner. Okay, mit denen reden, das geht wohl Hallo, nicht. welch wunderschöner Tag. Ja, Du okay. siehst gar nicht gut aus, mein Freund. Ich dachte, ich wäre verflucht. Du verdammter. Ich verdammter. Tja. Was? Glaub bloß nicht. Was ist los? Sind dir die Zombie-Penner. Fernsehweisheiten ausgegangen? Wenn ein Mann nach Antworten sucht und er sich dabei wirklich Okay. Oh, der war neu. Das Ende fand ich besonders gut. Ein Leben wie dieses ist eine Qual. Oh, ich bin sicher, du hast es verdient. Weißt du, Karma und so. Okay, bin schon weg. Außerdem ist dein Körpergeruch seit dem letzten Mal noch schlimmer geworden. Was hast du denn erwartet? Tja, ein untoter Penner. Sein Auge können wir nicht mitnehmen. Der sieht schlimmer aus als gewohnt. Aber er riecht noch genauso. Tja. Okay, hier reichen wir nichts. Ist außerdem schon tot. Können wir also erstmal nicht. Das Loch ist schon eine ganze Weile zu. Schade eigentlich. Der einzige Laden, wo man die ungekürzte Fassung von Mary Poppins gekriegt hat. Echt hardcore. Jo. Weißt du nicht, wie eine Tür aussieht? Der Moray. Der ist auch ziemlich untot. Hallo, Moray. Hey, Mary! Verzeihung.
Ist das eine Gefängnisuniform, die du da anhast? Natürlich nicht. Ich mag halt Orange. Genau wie Vanilleeis. Ist das so? Ach, Murray. Ich würde sie doch nie anlügen. Kennen wir uns? Tja, nein. Also nicht besonders gut. Aber ich habe viel von Ihnen gehört. Wissen Sie die Geschichte mit der Ente und... Hör auf. Und zur U-Bahn können wir nicht. Dann mal Themawechsel. Also, wie lebt sich's denn so, Murray? Na, kann ich klagen. Ehrlich? Weil, wenn ich Sie wäre, wäre ich lieber nicht tot. Wie meinst du das? Tja, Sie sind, tot, oder? Wie kommst du darauf? Siehst du nicht, dass ich hier bin und mit dir rede? Tja, vielleicht ist Tod nicht der richtige Ausdruck. Untot. Wie wär's mit Untot? Das ist das genaue Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Und klingt so sehr nach Zombie. Haben Sie heute schon in den Spiegel geschaut, Murray? Das Gegenteil von Tod ist nicht Untot. Meine Hautfarbe ist nicht mehr was über. Aber das ist nur ein Hautproblem. Ich habe akute Dermatitis. Aha. Wollen Sie mich verscheißern? Hör zu, Junge. Ich kann nicht tot sein. Sag, was du willst. Aber ich habe noch eine Menge vor. Und noch eine Menge Würstchen zu grillen. Aber Murray, sehen Sie sich doch mal um. Die Welt geht zur Hölle. Das ist die verdammte Scheißapokalypse. Sehen Sie das denn nicht? Tja, heute ist wohl wärmer als sonst. Das geht nicht zu. Aber das würde ich gerade als apokalyptisch bezeichnen. So schlimm ist es ja nicht. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich sagte, sehen Sie sich doch mal um. Alles liegt in Schutt und Asche. Überall Lavaströme. Sehen Sie das nicht? Glauben Sie, das ist normal? Du scheinst etwas erregt zu sein, Junge. Komm schon, entspann dich. Oh man. Du stehst gerade unter Schock. Das ist alles. Sie sind derjenige, der hier unter Schock steht, Sie armer Irrer. Sag, was du willst, Junge. Ich weiß, dass ich lebe. Da gibt's keinen Zweifel. Ich beweis dir, dass du mich lebst. Haben Sie Ihren alten Grill noch? Alt? Du wolltest wohl klassisch sagen. Es sind sehr viele Dialoge in diesem Ort. Ich mit alten Grills nicht aus. Junge, jeder kennt den Barbecue. Wenig tun, viel. Das ist die Mutter aller Dialoge. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich an die Werbung. Da hieß es, die würden eine 30-Megatonnen-Explosion überstehen. Nicht mal die AN-602 könnte dem was anhaben. Und wo ist der? Wo soll er schon sein? In der Lava? Na, dann holen Sie ihn da raus, Murray. Sie sind ja schon tot. Ach, komm, Junge. Fang ich wieder damit an. Ach, Mensch. Tja, dann... Ich bin weg. Ich würde, wir können ihn doch bestimmt jetzt... mal zeigen, dass er tot ist. Tut mir echt leid, Murray. Stech, stech, stech. Tja. Was? Nein! Was zum Geier? Wir können auch nicht vor euch wegwerfen. Bist du vollkommen übergeschnappt? Regen Sie sich mal wieder ab. Was soll das heißen? Ich soll mich abregen. Du hast mich abgestochen. Das stimmt. Bist du komplett irre? Okay, beruhigen Sie sich. Geht's wieder? Halt einfach die Klappe, du Wahnsinniger! Du wolltest mich umbringen! Okay, mal jetzt ganz das in geht aller gar Ruhe. Nicht. Hören Sie einfach mal kurz zu. Ich hab Sie nicht umgebracht, verstehen Sie? Sie bluten nicht mal! War das ein Theaterdolch? Leider nein. Wie ist das denn möglich? Das versuche ich Ihnen ja die ganze Zeit zu erklären, Murray. Sie sind schon tot! Unmöglich! Oh doch. Was? Was mache ich denn jetzt? Ja, das Showbusiness würde ich Ihnen nicht gerade empfehlen. Da behandelt man sich nur wie ein Zirkusfreak. Verdammt! Das ist real! Das ist wirklich real! Es ist... Realität! Dachtest du, das ist ein Traum oder was? Hat eine Weile gedauert. Aber so langsam sickert's durch. Also, was jetzt? Ich habe eine Menge wichtige Sachen, um die ich mich kümmern muss. Und das Wichtigste ist, dass ich ein paar Gentlemen auf meinem Dach ein Mittagessen besorge. Ein Mittagessen? Genau. Und ich könnte echt Ihren Grill brauchen. Junge, mein Grill ist in meinem Büro. Und mein Büro ist unter diesem Lavasee. Oh. Du bist untot. Du kannst dahin spazieren. Ist echt schade. Was denn? Der Grill da unten. Was für eine Verschwendung. Wissen Sie, in der Gebrauchsanweisung steht, dass der lavaresistent ist. Ich sag ja nur. Und was soll ich machen? Etwa da reintauchen? Genau. Tja,
Sie sind ja schon tot. Ich meine, man kann doch nicht zweimal sterben. Also können Sie auch da runtergehen und ihn bergen. Ganz wie Sie wollen. Hey, Junge. Ich glaube, wir haben im Moment ganz andere Sorgen. Es ist nur ein Grill. Ach so. Ja, und könnte die Apokalypse... Nur ein Grill. Sagen Sie, Murray, als Sie auf Hawaii waren und Würstchen so lang wie Babyarme aßen und von vollschlanken Hula-Mädchen mit Kakaobutter eingerieben wurden, war das nur ein stinknormales Barbecue? Ehrlich gesagt... Und als Sie im Vatikan waren und der Papst höchstpersönlich rüberkam und nach einem Steak fragte, das war sicher auch nur so ein ganz normales Barbecue, oder? Das ist doch nie... Und als Sie von Aliens entführt wurden und Sie fliehen konnten, indem Sie sie mit Ihrem treuen Barbecue-Medic 9000 erschlugen, war das da auch nur so ein Barbecue? Vermissen Sie denn den Schrotthaufen kein bisschen? Woher weißt du das mit den Aliens? Sie haben hier die Gelegenheit zum letzten Barbecue. Mitten während der Apokalypse. Ich rede vom buchstäblich jüngsten Gericht, Murray. Egal. Müssen Sie selbst wissen. Sie können entweder hier bleiben und vergammeln oder Sie tun etwas Bedeutendes. Was ist bloß aus mir geworden? Ich schäme mich ja so. Ach, kommen Sie. Nehmen Sie es nicht so schwer. Sie stehen so unter Druck und Sie haben eine Menge Haut eingebüßt. Also wussten Sie nicht, was Sie sagen. Na dann mal los, Muchacho. Was tot ist, kann niemals sterben. Los, Murray. Und blicken Sie nicht zurück. Na komm. Er holt den Barbecue-Grill. Ich habe das Gefühl, das war das letzte Gespräch, das ich mit dem edelsten Officer, den diese schreckliche Welt je gekannt hat, geführt habe. Ehrlich, ich weiß nicht, was ohne Murray aus dieser Stadt werden soll. Ich weiß nur, wir werden okay, sie und den vermissen. Officer, ich glaub's nicht! Sie haben's geschafft, Murray! Was? Ist der Wahnsinn. Hier ist Murray. Und jetzt fick mich von der anderen Seite. Murray, Sie sind jetzt ein sprechendes Skelett. Coole Sache. Verdammt richtig. Wie sieht's aus? Das sieht besser aus als Zombie. Bereit für das jüngste Gericht? Hail to the King, Murray. Ziehen wir's durch. Bitte sehr. Und jetzt wird gegrillt. Der Grill. Super Mittagessen. Tut mir leid, wir brauchen immer noch den Opfer durch. Hey, warte mal. Wo ist das Essen? Wir brauchen immer noch richtig. Das Essen. Menschenopfer. Wir haben es dir deutlich gesagt. Wir essen nur Menschenfleisch. Und bringen ich glaube, Metz muss drin bleiben. An, ja? Und wenn ich euch fragen dürfte, wo bitte soll ich denn frisches Menschenfleisch auftreiben? Okay, okay. Wir sind alle schon mir tot. Fällt schon was ein. Nur ich oder Matt. Öl. Okay, was können wir mit dem Öl machen? Ja. Ich würde mal sagen, erstmal zum Match. Vielleicht haben wir ja eine Idee, wie wir den doch noch überreden können, sich zu opfern. Becher. Okay. Wir haben einen Becher, einen Schlüssel und Öl. Gut. Oh. Rizinusöl. Na Matt, wie können wir dich überreden, dass du mitkommst? So weit ist es also gekommen. Das Ende der Welt. Wer hätte das gedacht? So sieht's aus. Und trotzdem steigt auf dem Dach eine Party. Warte mal. Da ist eine Party auf dem Dach? Habe ich jedenfalls Leute gehört. Soll ein Riesending werden. Es gibt sogar ein Barbecue. Super, ich stehe voll auf Burger. Aber... Was aber? Ich habe den ganzen Tag noch nichts von Sally gehört. Sie hat das Telefon nicht an und das sieht ihr gar nicht. Die ist weg. Ich mache mir langsam Sorgen. Was, wenn die Typen vom Klamottenladen sie gekidnappt haben? Im Ernst? Darüber machst du dir Sorgen, dass die Typen vom Hochzeitsausstatter sie gekidnappt haben könnten? Ich krieg von solchen Läden echt schlechte Vibes mit. Ich dachte immer, da hängt irgendein gruseliger Alter im Keller rum, der nachts hochkommt und alle Kleider anprobiert. Wie auch immer. Ob du es glaubst oder nicht, aber ich habe Sally bei der Party gesehen. Ehrlich? Ja. Na komm, bei sowas würde ich dich doch nicht anlügen. Komm schon, Randall. Du hast mir mal erzählt, dass Sally in einem Müllcontainer steckt. Und ich habe fast einen Arm verloren, als ich sie da rausholen wollte. Stimmt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du darauf reingefallen bist. Aber stimmt das denn? Sally ist auf der Party? Ja, klar. Ja, hab ja, ich doch ganz gesagt. Bestimmt. Okay. Was ist los?
Ich dachte, du wolltest sie sehen. Klar, aber die hängt doch sicher mit ihren Freundinnen ab. Und die kann ich nicht ausstehen. Die Bräute sind echt Furien. Entspann dich. Sie war allein da. Tja, vielleicht komme ich später mal vorbei. Mal sehen. Nein, bitte jetzt. Deine Entscheidung. Und im Übrigen, da gibt's genug zu saufen, um selbst Jelzin ins Koma zu befördern. Oh, klingt gut, aber... Was aber? Du kennst mich, Randall. Ich hab Prinzipien. Du ich hast Prinzipien. Ohne was in der Hand. Na, das glaube ich nicht. Ich sollte wenigstens was zu trinken mitbringen, oder? Oh Gott, Matt Griffin redet über Prinzipien? Das muss wirklich der Weltuntergang sein. Einfach nur eine Frage des guten Benehmens, mein Freund. Benehmen? Okay, du verarschst mich nur. Komm schon, du weißt noch nicht mal, was das heißt. Ich mein's ernst, Randall. Ich gehe nicht auf die Party, wenn ich nichts zum Mitbringen habe. Okay. Da haben wir doch was für dich. Schau mal, was ich machen lässt. Alter, vergessen wir mal alles andere und machen richtig schön Party. Weiß nicht, Mann. Was läuft denn für Mucke? Ja, weiß gar nicht, wie es aussieht. Die Musik, oh Mann. Ich würde sie als episch bezeichnen. Du weißt, dass ich mich langweile, wenn mir die Musik nicht gefällt. Und dann trinke ich mehr, als mir gut tut, und dann passieren komische Sachen. So wie mit Vesuvius, Matt. Wollen wir nochmal einen Vesuvius, Matt, Randall? Ich weiß nicht, ob dir der Sound gefällt, schlecht. Aber wir könnten uns trotzdem amüsieren. Ah, weiß nicht, Mann. Ich sehe es einfach nicht. Wenn mir die Musik zufällig gefällt, dann ja. Wenn nicht, bleibe ich wohl lieber hier auf deinem gemütlichen Sofa. Großartiger Plan. Okay, ich sehe schon, du hast keinen Bock. Dann muss ich mir wohl einen anderen Rodney Dangerfield suchen. Komm schon, reg dich nicht auf. Man muss die Dinge eben richtig angehen. Und weißt du, ich fühle mich gerade nicht so richtig nach Party. Naja, deine Entscheidung. Gut, was zu trinken haben wir doch für... Können wir denn das geben? Niemand will diesen Scheiß haben. Hm. Damit könnte der doch sicherlich... Niemand... Regale. Nice. Hey, warte mal. Kommt die Musik von der Party? Ja klar, ich sagte doch, die ist episch. Das ist ja total rot. Ich sehe rot. Wie der verdammte Scheiß-Weltuntergang. Ja, allerdings. So ungefähr. Okay, die Musik ist schon mal krass, aber... Was denn noch? Man braucht was zum Mitnehmen. Ich habe immer noch keinen Alk zum Mitbringen. Mann, das ist doch scheißegal. Da schickt dich doch keiner wieder weg, weil du keinen eigenen Alk mitgebracht hast. Ich hab's dir gesagt, Randall. Das ist eine Frage. Es geht ums Prinzip. Okay, wie du willst. Huster, es geht ums Prinzip. Und das geht wirklich nicht. Echt jetzt? Tja, Matt wüsste es ja nicht geben. Niemand will. Ja, ist doch, das ist doch was zu trinken, das kannst du auch mitnehmen. Okay, ja. Besorgen wir mal ein bisschen Fusel. Ich habe da schon so einen Plan, wer ich ein bisschen Fusel haben könnte. Wenn Matt das nicht haben will, dann du vielleicht. Ich rede besser erstmal mit ihm, bevor ich zu extremen Maßnahmen greife. Wäre schon mal richtig. Tut mir leid, dass ich nochmal störe, aber... Ich wollte das überspringen. Oh, mein Freund. Geht's dir heute nicht gut? Nicht so gut. Ich habe mich nie schlechter gefühlt. Ja, glaube ich. Das ist schlimmer als... Die Hölle! Ich würde alles nehmen, damit es mir besser geht. Da habe ich vielleicht was. Ich glaube, du fühlst dich nicht besonders gut, oder? Ja. Nein. Du bist ja ein Blitzgescheiter. Weißt du, wenn ich du wäre, wäre ich nicht so frech. Du bist nicht in der Position, sich über jemand anders lustig zu machen. Ich kann nicht mehr. Nein, das wäre eine Lösung. Du siehst jetzt schon so ein bisschen verreckt aus. Ich bin nicht tot. Ich muss mich nur etwas aufrichten. Und ich muss mir neue Schuhe kaufen. Die Welt ist einfach nicht perfekt, mein Freund. Besonders heute. Wenn du mir hilfst.
Besorg den Ring zurück. Ja, klar. Glaubst du, ich bin ja, so blöd? Ja. Du hattest die Chance, alles wieder gut zu machen, aber stattdessen hast du mir den Ring geklaut und mich unter Strom gesetzt. Also fick dich. Jeder hat das Recht auf falsche Entscheidungen. Aber was passiert, wenn... Mann, ehrlich, lass mich mit deiner billigen Fernsehphilosophie in Ruhe. Das hilft dir jetzt auch nicht weiter. Gut. Okay, bin schon weg. Außerdem ist dein Körper groß seit dem letzten Mal noch schlimmer geworden. Was hast du denn erwartet? Vielleicht können wir ihn jetzt... Ich kann dich einfach nicht so leiden sehen. Wenn du mich nur... Ja, sehr gut. Verspotten willst du. Hau lieber ab. Okay, Kumpel. Hier, ein warmes Getränk. Gleich geht's dir besser. Ehrlich? Sehr gut. Es hat jedenfalls geholfen, als Mortimer eine tote Ratte gefressen hatte. Was? Jetzt halt dein Maul und trink! Das Gewürge geht mir langsam auf die Eier. Als hättest du eine Zombie-Big Ben verschluckt. Entweder du trinkst jetzt, oder ich schieb dich in die Lava. Was soll's sein? Schon trinkt er. Wow, mir geht's echt besser. Das Ranzengrimmen ist weg. Und die Magenkrämpfe gleich mit. Das ist ja super. Oh nein. Aber Junge. Zombie-Kotze. Du sagtest, das soll helfen. Und du sagtest, du wärst mein Orakel. Oh je. Was? Ja, appetitlich. Und ich habe schon so eine Vermutung, was wir jetzt machen sollen. Der kotzt da vor sich hin, im Strahl. Na komm. Und jetzt. Ich nehme mir mal ein bisschen davon, okay? Ja. Na komm. Boah. Auch noch in die Manteljacke stecken. Die Jackentasche. Gut. Hier hast du was, was du auf die Party mitnehmen kannst. Matt. Hey Alter, ich war mal so frei und hab dein Glas voll gemacht. Also gehen wir zu der Party? Das Let's war doch go. Der Plan, oder? Hast du mal wieder Wodka mit Wein gemischt? Allerdings. Das ist ein ganz neues Rezept. Mein eigenes Spezialelixier. Mann, das riecht nach Kotze. Echt, als hätte eine verdammte Leiche seine vergammelnden Innereien hier reingespuckt. Ehrlich? Ja, Mann, was so viel heißt wie, es haut richtig gut rein, oder? Na dann, nach dir. Es haut rein. Attacke! Oh, wei. Randall? Wo ist die Party? Hier ist die Party. Naja. Es gibt Barbecue. Oh, wei. Oh, ich sehe hier Metz. Ich bin der schlechteste Freund der Weltgeschichte. Bad Friend. Einer der herzlosesten Menschen, denen wir je begegnet sind. Das geht etwas da dein, der Arm, wir das bei ihm. Ja, den Hunden oder Mutter Teresa. Die Frau war das personifizierte Böse. Ich hoffe, dass unsere Beziehung gefestigter ist, nachdem ich euch meinen besten Freund zum Fraß vorgeworfen habe. Hm. Ich dachte, du wolltest nur die Welt retten. Ja, genau das. Also was ist jetzt mit dem uralten Geheimnis, das alles wieder ins Lot bringt? Ich meine, ich habe ja meinen Teil eingehalten. Nicht so schnell, Junge. Es könnte immer noch schlimmer werden. Ach, kommt schon. Wie soll's denn noch schlimmer werden? Kommt jetzt ein Finale. Wie sieht's mit den Krabblern aus? Den was? Den Krabblern aus der Tiefe. Die Dinger sind echt unangenehm. Was ist mit denen? Was mit denen ist? Tja, du wirst Tausende von ihnen töten müssen, wenn du die Welt retten willst. Oh, was meinst du mit töten? Töten. Killen, exterminieren. Na komm, jetzt mach schon jetzt. Wie du willst, aber du musst setz dem Ende schnell Ende. Munition einsetzen, die du während deines Abenteuers gesammelt hast, wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst.
Krabbler kennen keine Gnade. Waffen! Und noch eins. Wenn du noch EXP-Punkte hast, solltest du sie jetzt einsetzen. Was? Übrigens, wenn ich du wäre, würde Schaut ich... Schaut so aus, als gleich zum Finale. Die Teile sind echt flink. Es reicht jetzt. Wovon zum Geier redet ihr? Halt die Klappe, Hungersnot. Na klar hat er die Socke mitgenommen. Wer wäre denn auch so blöd und würde die liegen lassen? Was für eine Socke? Um den zukünftigen Fortbestand der Zivilisation willen. Sag, dass du die Socke unter deinem Bett eingesammelt hast. Unter ich wollte Bett war eine Socke? Ja, dann verabschiede dich mal von deiner Existenz. Ohne Socke geht gar nichts. Ich wollte es, aber es ging nicht. Kann ich sie nicht einfach jetzt noch holen? Jetzt ist zu spät. Keine Zeit mehr. Na toll. Keine Socke, keine Existenz, ja, oder was? Der Mensch ist ganz schön blöde. Warum zum Geier sollte ich die Socke mitnehmen? Die bleibt schön da liegen. Okay. Ich wollte es ja. Aber was gesehen. Haben denn die ganzen Krabbler mit meinen Socken zu tun? Alles ist mit allem verbunden. Hast du nie Butterfly Effect gesehen? Doch. Wenn du die Socke mitgenommen hättest, war nicht schlecht. Hätten die Krabbler die Stadt übernommen. Kannst du dir das vorstellen? Du würdest mit Sturmgewehr, mit Granatwerfer und Kettensäge rumlaufen. Und du hättest Double Jump Skills. Double Jump? Ja, Double Jump. Und Deckung in der Wand. Und wofür bräuchte ich diese unglaublichen Skills? Hast du nicht zugehört? Um mit den verdammten Krabblern fertig zu werden. Ja, aber ich habe die Socke nicht mitgenommen. Also, was ja, passiert ja, jetzt? Komm zum Punkt. Wir haben's ja gesagt. Ohne Socke besteht kommt keine zum Hoffnung. Punkt. Aber es gibt auch Lass keine Krabbler. Lass mich doch die Socke holen, dann fertig. Tja, dann Problem gelöst. Randall 1, Krabbler 0. So einfach ist das nicht. Du hast die einzige Chance verpasst, aus diesem Adventure mehr zu machen, als einfach rumzulaufen, mit Leuten zu reden und ja. Sachen zu klauen. Es hat ich Point and Click. Von Kriegsmaschinerie, von der Attacke aus dem Schützenloch in einem Hagel von Geschossen, vom Drücken des Abzugs, bis der Finger abfällt. Also quasi alles, was das Herz begehrt. Okay. Gut, ich hab die Scheißsocke aber nicht mitgenommen. Schade, dass ich jetzt die Krabbler verpasse. Können wir uns jetzt wieder um das Wesentliche kümmern, ja? Die Welt geht zur Hölle und mir ist gerade nicht nach Waffen abfeuern und rumspringen und so einer Scheiße. Double Jump! Wie auch immer. Okay, das reicht jetzt. Wir haben den Jungen unser Wort gegeben. Jetzt müssen wir es auch halten. Aber wenn der Boss jo, das rausfindet, rüstet sie uns los. Der Eier. Die hat uns eh schon am Arsch. Was denkst du, Hungersnot? Stimmt. Dann sind wir uns alle einig. Also, was jetzt? Geh mal ein Stück zurück. Wir öffnen das Portal. Portal. Na komm, geh schon. Wir sagen, dass wir extremen Gutschein benutzen. Also sei vorsichtig. Das Portal in eine friedliche Welt. Ihr glaubt, dass ich da reingehe? Auf keinen Fall. Da werde ich sicher desintegriert oder so. Habt ihr nicht auch noch mehr Hunger? Wir haben keine Wahl. Dieser Freund von ihm war ja nicht mehr als Haut und Knochen. Okay, okay, ich gehe ja schon. Na komm, hopps. Rein in eine neue Welt. Zack.